Ja, schauen Sie mal da. Das ist einer der modernen Einzahlungsautomaten von der Ink. Und jetzt zahle ich das erste Mal mit der Karte hier tatsächlich mich Bargeld ein. Ich nehme die Girocard und stecke die jetzt hier rein. Und habe Sachen zum Ausfüllen. Sie sehen es auch neu. Geld einzahlen. Da drücke ich jetzt mal rauf. Es soll ja zwischen 5 und 1000 Euro gehen. Und den Geldschein, den ich jetzt hier probeweise mal einzahle, damit Sie sehen, wie das funktioniert, sind jetzt hier 50 Euro. Mal sehen, wie gut das klappt jetzt hier. Hups, schon ist er verschwunden. Jetzt wird das Geld gezählt. Bei einem Schein wird es ja einfach sein. Genau, da gehe ich doch mal näher ran. Sie meine an, 50 Euro, genau, kann man bestätigen. Maximal könnte ich jetzt noch 950 einzahlen. Mehr einzahlen hier? Nee, nee, das reicht doch, oder? Dann machen wir einfach fertig. Und, was passiert jetzt? Wir kriegen eine Quittung über die Einzahlung. Wunderbar. Und wir kriegen auch die Maestro-Card wieder raus. Schauen Sie hier. Und ja, noch den netten Hinweis, schön, dass Sie mich besuchen. Dankeschön. Und ist Ihnen was aufgefallen? Man brauchte nicht die PIN eingeben. Und das finde ich ganz große Klasse, weil üblicherweise nehme ich halt diese Visa-Card. Da kennt man dann den PIN, weil das Geld abheben mit der ja kostenfrei ist. Ja, egal welcher Automat. Und einzahlen ist hier an den Automaten der Ink halt möglich. Und dann nimmt man die Girocard. Wie hier. Und da, die nehme ich sonst gar nicht. Und da weiß ich den PIN nicht. Und das hat super geklappt. Ging wunderbar schnell. Herzlichen Dank. Was ich mal machen will, ich werde mal die App öffnen und mal gucken, ob das Geld schon gut geschrieben ist. Ja, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die Ink hat natürlich eine App, sogar eine sehr gute Banking-App, aber leider Gottes, es ist technisch blockiert, ein Bildschirmfoto aus der App zu machen oder ein Video aus der App aufzuzeichnen. Und so ehrlich und so mutig dürfen wir heutzutage sein, müssen wir heutzutage sein, es ist natürlich ein Teil der Bevormundung der Banken gegenüber uns Bankkunden. Das hat sehr stark zugenommen dieses Jahr. Und was so dahinter steckt, das können wir mal im internen Bereich machen. Das machen wir in diesem Video nicht. Dieses Video ist halt diese Einzahlung zu zeigen. Die Einzahlung können wir auch zeigen natürlich, wenn man sich einloggt aus dem ins Online-Banking. Dazu muss man natürlich auch die App haben. Man muss die App öffnen, man muss das Passwort zur App eingeben und man muss dann auch noch mit einem Passwort dann bestätigen, dass man tatsächlich das Online-Banking öffnen möchte. Und wenn man das hat, voilà, hier ist dann die Umsatzanzeige und Sie sehen, dass die 50 Euro gut geschrieben sind. Sie sind gut geschrieben am 25.11. und eingezahlt wurden sie am 24.11. Jetzt muss man natürlich dazu wissen, der 24. war ein Sonntag, von daher ist es am Folgetag, dem Montag, gut geschrieben, die Einzahlung. Ich bin ja nun nicht alleine, sondern wir sind ja hier in der smarten Banking Community und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was anderen Bankkunden passiert ist, die unter der Woche eingezahlt haben und wir schauen uns an, wo sie denn solche schönen Einzahlungsautomaten finden. Genau, und hier sind wir auf der Webseite unserer Community. Die Einzahlungsautomaten der Ink, wenn Sie da hinkommen wollen, über die Navigation gehen Sie hier bei Banken und Konten, Ink, denn Bargeld und Karten im Überblick und hier Standorte der Einzahlungsautomaten. Kommen Sie genau auf diese Seite. Was hier für Sie bereitgestellt ist, sind alle Einzahlungsautomaten der Ink und zwar geordnet nach der Postleitzahl. Wenn Sie weiter runterscrollen, sehen Sie auch, das fängt halt mit 01 an und zieht sich dann immer weiter hier durch unser Land durch. Wenn Sie in der Mitte in der Spalte hier auf den Kartenausschnitt klicken, dann öffnet sich Google Maps. Und dann können Sie dann da scrollen und Ihre Routennavigation machen, was auch immer, um den Automaten leichter zu finden. Und um Sie ganz nah zu finden, haben wir in der rechten Spalte bei Redaktionshinweise und da ein großes Dank an unsere Community. Wenn wir jetzt hier auf das erste beispielsweise raufklicken, Beschreibung plus Foto, denn die Information, wo die Automaten sich befinden und eine Wegbeschreibung. Es sind noch nicht zu allen Standorten diese Informationen eingetroffen. Da auch eine kleine Bitte an die, die jetzt das Video schauen und hier oben sehen. Ja, hey, da sind noch nicht alle Automaten abgedeckt. Uns einfach zu helfen, auch den Automaten aufzusuchen, so eine Einzahlung zu machen oder auch eine Auszahlung zu machen.
Und dann das hier über die Kommentarfunktion reinzureichen. Sie sehen dann, das haben doch ein ganzer Teil schon von Leuten gemacht und hier wurde auch schon sehr viel kommentiert und Hinweise gegeben, auch zu Öffnungszeiten. Einige Automaten sind tatsächlich so verbaut in also so Einkaufszentren, dass man sie nicht rund um die Uhr besuchen kann. Andere sind frei zugänglich. Diese Information, ja, die findet man, das sage ich jetzt mal ganz freundlich so, nicht bei der Inc. selber, sondern die findet man halt bei uns, ja, und zwar nicht wegen uns, sondern wegen Ihnen, weil einfach doch schon ein Teil von Ihnen rausgegangen ist und gesagt hat, okay, da helfe ich mit, ich schaue mir an, wo der Automat ist, schaue mir an, gibt es Öffnungszeiten, sind sie verschlossen, die Türen, wie kommt man ran und helfe da einfach mit, diese wirklich sehr schöne Übersicht zu erstellen. Und jetzt kommen wir auch zu dem, was wir vorhin im Video hatten, wann ist das Geld gut geschrieben? Da hat uns nämlich der Hans geholfen und genau, da schreibt er, dass er nach 15 Minuten später, ja, wahrscheinlich dann auch über die App, also auch, wenn Sie die vorhin im Bild nicht gesehen haben, sie funktioniert natürlich wunderbar, ja, wenn Sie da unterwegs sind, können Sie das dann sehen, dass das Geld eingezahlt worden ist. Und als kleines Dankeschön für die, die sich hier besonders in unserer Community engagieren, halt mit rausfahren, ja, und die Bilder machen, gibt es einen kleinen Bonus. Und wenn Sie wissen wollen, was das ist, locken Sie sich einfach, nein, ist ja keine Einloggung, sondern Sie gehen einfach oben jetzt bei YouTube, den Link, den ich da einblende, kommen Sie auf die Seite und können sich mal anschauen, was da für eine kleine Anregung für Sie vorbereitet ist. Vielen Dank, dass Sie ein smarter Bankkunde sind. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Videokanal sind. Und auch, wenn Sie sich auf etwas freuen möchten, freuen Sie sich da auf nächsten Sonntag. Da kommt dann wieder ein neues Video. Herzlichen Dank und bis bald.